Das Lied vom Vorwand und einem regierenden und verlogenen Fake News verbreitenden Manipulator, der seine Anhänger auffetzt und auf einen Vorwand gestützt die Polizei anweist, zum angeblichen Schutz des Rechts gegen die Kritiker seiner Politik gewaltsam vorzugehen. Von Armin Laschet hört man immer wieder, was er könne, wie er sagt, sei integriert. Doch wer ihn im Streit um Braunkohle erlebt hat, kann keine Art dieses Talentes registrieren. So lässt der Dörfer gnadenlos entvölkern. Von Polizei geschützt sind sie am Ende zerstört. Er ist die Marionette der Vernichter, die willig ausführt, was sie von Vernichtern hört. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch einen Vorwand. Nicht Armin Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Für seine Absicht er Rechtfertigung nicht vorfand, darauf gestützt zu tun, was seine Absicht war. So suchte Armin Laschet eben nach einem Vorwand, für RWE den Wald zu räumen, war ja klar. Häuser in Bäumen brandschutzlos zu konstruieren, die Baumbewohner hätten so das Recht verletzt, im Wald das Baurecht gelte, zu argumentieren. So biegt sich Laschet recht zurecht und das entsetzt. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch einen Vorwand. Nicht Armin Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Er lächelt nie, kann nur verkniffen grinsen, wenn einer ihn durchschaut und ihn enttarnt. Niemand sage, dass er davon überrascht wär. Vorsicht walten ließ, war hinreichend gewarnt. Sein Charme ist schmiegsam, durch und durch verlogen. Auch wenn er glaubt, man könnte sich ihm nicht entziehen. Wie häufig hat er wohl schon Wahrheit krumm gebogen, sobald es ihm zu seinem Vorteil nötig schien. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch einen Vorwand. Nicht Armin Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Dieser bigotte RWE-Fake-News-Kathole glaubt, dies Land könnt wohl sein Schrebergarten sein. Dort hängt er allzu gern sein Fähnlein nach dem Winde und fängt für manches seine Vorwände dort ein.
sprach er tatsächlich, was er deutlich laut gesagt hat. Wer sperrt im Rundfunk, ich will, dass es niemand hört. Wer will es in der Rundfunkhierarchie verhindern? Weil's auf dem Zwergenthron den Kaiser Nachfahren stört. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch einen Vorwand. Nicht Armins Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Manchmal grinst er nicht mehr, redet sich in Rage. Dann vergisst er, es gilt das gesprochene Wort. Endet's peinlich oder in einer Blamage. Wär er als erster sicher gern an anderem Ort. Will man aus Düsseldorf die Ausstrahlung verhindern, damit man nicht vernimmt, was schon zu hören war. Dort weiß, wer's weiß, es lässt sich immer alles regeln. Sind nur am richtigen Ort die falschen Leute da. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch einen Vorwand. Nicht Armin Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Dass er ein Vorwand brauchte, hörte man ihn sagen. Auch der Zusammenhang war ihm nicht angenehm. Also soll keiner es zu Laschets Nachteil wagen, dies zu berichten, in einen Beitrag reinzunehmen. Was funkt ein Rundfunk rum, kommt ihm der Mut abhanden, das auszustrahlen, was ich nicht bestreiten ließ. Und streng verfügt, gefälligst nicht mehr zu verbreiten, was man von höherer Stelle zu verschweigen hieß. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch einen Vorwand. Nicht Armin Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Jovial wird so getan wie selbstverständlich, dass man den Ruf des Qualitätsrundfunks beschützt. Dabei verliert man leicht und lässig aus den Augen, wenn man mit solchen Rückgratlosigkeiten nützt. Eingerichtet ist er in den eigenen Welten. Man schaut bewusst nicht hin und will es gar nicht sehen. Sterne sieht man zwar, doch friert in keinen Zelten. Will man das, was man verbockt hat, nicht verstehen. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch einen Vorwand. Nicht Armin Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So
ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Der Rundfunk bietet Anlass, sich seiner zu schämen. Wo blieben Selbstbewusstsein, Zutrauen und der Biss? Wer hat auf welcher Strecke die Wahrung verloren? Wo blieb der Stolz darauf, dass man kein Staatsfunk ist? Hängt man als Marionettensender straff an Fäden? Wird über Düsseldorf gelenkt von RWE? Unwiederbringlich geht Verlorenes verloren. Versenkt doch gleich das Funkhaus im Hambacher See. Weil Armin Laschet keine Rechtsgrundlage vorfand, hat er gezielt gesucht und fand auch seinen Vorwand. Nicht Armin Skrupeln, aber Armin Ehrlichkeit. So ist das Vorbild aus dem Trump Tower nicht weit. Das Recht verlogen brechen und manipulieren, sich echauffieren, das könnt hier doch nicht passieren. Devotes Buckeln führt zu peinlicher Zensur. Raus kommt dabei die Staatskanzlei-Programmkultur.